Heute ist der letzte Teil meiner Weihnachts-Golf-Tipps-Serie. Und das Video heute geht um drei Schlägen. Ein davon ist das Gap Wedge. Und diese Schläge könnte wirklich interessant für dich sein, falls du den noch nicht hast. Denn diese Schläge füllt die Lücke zwischen Sandwich und Gap Wedge. Viel Spaß beim Videoschauen. Wenn du deinem kurzen Spiel in den nächsten Monaten was Gutes tun möchtest, dann arbeite mit drei ähnlichen Schlägen. Ich habe hier ein Eisen 9, ein Gap Wedge 52 Grad und ein 58 Grad Sandwich. Fange mit dem einfachsten Schläger an. Ich habe mein Eisen 9, das kann auch das Pitching Wedge sein. Wenn du Indoor übst, was du sehen möchtest, ist, dass der Ball die gleiche Höhe hat bei jedem Schlag. Wenn du draußen üben kannst, dann möchtest du, dass der Ball die gleiche Flughöhe hat, Fluglänge und dass der Ball gleich ausrollt. Von der Technik her möchte man an Schwunglänge denken, also 8 Uhr, 4 Uhr denken und auch Tempo, dass der Tempo die ganze Zeit gleich bleibt. Man möchte beim kurzen Spiel die Schwunglänge mit Tempo kombinieren. Immer die zwei Dinge denken. Dann mach das Gleiche mit dem nächsten Schläger. Ich habe jetzt mein Gap Wedge. Damit der Ball jetzt weiterkommt, hole ich bis 9 Uhr aus und schwinge bis 3 Uhr durch. Mein Gefühl ist sehr, sehr ähnlich zum Gefühl von dem Eisen 9. Ja, es ist die Haltung sehr wichtig. Du musst versuchen, die Schulter möglichst auf eine Höhe zu bekommen. Nicht die rechte Schulter zu tief. Und dann gucken, dass du am Ende des Schwunges ja kommst. Schaue, dass das Griffende auf den Bauch zeigt. Okay, so Schulter auf eine Höhe, 9 Uhr, 3 Uhr. Und hier ist die Endposition wichtig. Oh, das war ein bisschen weit. So, Tempo bleibt langsam. Das ist besser. Okay. Und so verlierst du Angst davor, den Ball hochzuspielen. So, jetzt möchte ich, dass der Ball zu diesen Bällen fliegt und ziemlich schnell liegen bleibt. Und ich werde ähnlich zum Gap Wedge schwingen, vielleicht noch ein bisschen weiter aus und ein bisschen weiter durchschwingen. Ich versuche den Schläger so locker wie möglich zu halten. Ich schaue, dass der Schaft gerade ist und nicht nach vorne gelehnt. Ich möchte mit diesem Schläger nicht ziehen, weil sonst bleibt der Schläger sehr, sehr leicht hängen. Ich möchte gucken, dass ich den Schwung mit meinem Bauch führe, mit einer Rotation und meine Hände und Arme kommen mit. Und wieder diese Position, wichtig. Griffende zeigt auf den Bauch, nicht so. Ich denke nur an meine Bewegung. Oh, der Kontakt war gut. Und der Kontakt wird von alleine gut sein. Und dann am Ende des Trainings möchtest du, dass alle Bälle ungefähr im gleichen Bereich liegen. Und was du da jetzt gemacht hast, du hast die drei wichtigsten Schläge trainiert, den flachen mit viel Rollen, den mittleren mit etwas Rollen und den hohen mit gar kein Rollen. Die Bewegung ist eigentlich die ganze Zeit gleich, nur der Schläger ist etwas anders und ich schwinge ein bisschen weiter zurück und etwas weiter durch.